إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommt. Also jeder wird im Jenseits alleine vor Allah stehen. Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, damit sie ihnen zur Macht gereichen. Keineswegs, sie werden den von ihnen empfangenen Dienst verleugnen und werden ihnen Gegner sein. Das heißt, alles, was außer Allahs angebetet, angerufen wird, wird dich am Tag der Auferstehung, Allah bewahre uns, wird den Menschen am Tag der Auferstehung als Gegner begegnen, sich davon loslösen, nichts damit zu tun haben wollen und man wird ganz alleine dastehen. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreizen? Wenn jemand also irre geht, dann heften sich die Schayatin, die Satane, an seine Fersen und reizen ihn noch mehr dazu auf dem Irrweg zu beharren, zu verbleiben und darauf beständig zu bleiben. So wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen, wir zählen ihnen schon die Tage ab. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Al-Abama versammeln und die Übeltäter wie eine durstige Herde zu Tränke zur Hölle treiben. Verfügen sie nicht über die Fürsprache, außer demjenigen, der vom Al-Abama eine diesbezügliche Verpflichtung entgegengenommen hat. Ja, also Fürsprache ist auch nur für den möglich, dem Allah es erlaubt. An einer anderen Stelle heißt es, mit dem Allah zufrieden ist. Und das ist also nicht eine sichere Gewähr, dass auf jeden Fall ich kann tun, was ich möchte und dann wird für mich Fürsprache eingelegt werden. So ist das leider nicht. Und sie sagen, der Al-Abama hat sich Kinder genommen. Ihr habt ja eine abscheuliche Sache begangen. Beinahe brechen davon die Himmel auseinander und beinahe spaltet sich die Erde und beinahe stürzen die Berge in Trümmern zusammen, dass sie dem Al-Abama Kinder zuschreiben. Es ziemt dem Al-Abama nicht, sich Kinder zu nehmen. Niemand in den Himmeln und auf der Erde wird zum Al-Abama anders, denn als Diener kommen können. Er hat sie erfasst und sie genau gezählt und sie werden alle zu ihm am Tag der Auferstehung einzeln kommen. Ja, dieses Einzeln wird auch immer wieder erwähnt, weil viele Dinge trauen wir uns ehrlich gesagt ja auch nur, weil wir wissen, wir sind innerhalb einer Gruppe, ob das jetzt der Freundeskreis oder die Gesellschaft als Ganzes oder die Nation als Ganzes ist, kann sehr verschieden sein, weil wir uns innerhalb dieser Gruppe geborgen fühlen. Und dann sagt man sich solche schönen Sachen wie, alle machen das doch, oder wenn der und der das macht, kann es ja nicht so schlimm sein. Oder wenn es so schlimm wäre, dann würden die Menschen das ja bestimmt auch merken. Ja, und das sind manchmal Dinge, wie eben auch gelesen wurde, die Schayatin heften sich an ihn und reizen ihn noch mehr dazu auf und machen ihm das, was hässlich und verwerflich ist, als schön und attraktiv erscheinen lassen. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird der Al-Abama Liebe bereiten. Also die Allah anbeten, an ihn glauben, Rechtschaffenes tun. Allah schätzt das, wertschätzt ihre Taten und ihren Iman und schenkt ihnen also Liebe. Ja, wie äußert sich das zur Auslegung dieses Verses? Wird überliefert in Sunan al-Tirmidhi, ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagt, dass wenn Allah einen Diener liebt, dann ruft er Jibril zu, dass ich, wahrlich, ich liebe diesen Diener, den, und der wird beim Namen genannt, so liebe du ihn auch. Und dann ruft Jibril alaihi salam im Himmel aus, genau dasselbe. Und dann ruft er das im Himmel aus, dass wahrlich Allah liebt diesen und diesen. Und dann kommt auf ihn, diesen Menschen, oder für diesen Menschen, die Liebe auf die Bewohner der Erde. Kommt die Liebe für diesen Menschen auf die Bewohner der Erde herab. Und das ist das Wort Allahs, so heißt es im Hadith. Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda. Gewiss denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird der Al-Abama Liebe bereiten. Und dafür lesen wir auch gleich in Surah Taha ein Beispiel, das Beispiel Musa alayhi salams. Dazu werden wir gleich kommen. Wir haben ihn eigens leicht gemacht in deiner Sprache, ihn, den Koran, leicht gemacht in deiner Sprache, damit du durch ihn den Gottesfürchtigen frohe Botschaft verkündest und durch ihn hartnäckige Leute warnst. Und wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Nimmst du noch irgendjemanden von ihnen wahr oder hörst du von ihnen noch den geringsten Laut? Ja, wie viele Kulturen und Zivilisationen und Gemeinden,
Ja, wenn ihr die Geschichtsbücher mal aufschlagt, dann lest ihr über die, wir Bescheid wissen, weil man irgendwas von ihnen gefunden hat. Ein Gefäß, eine alte Stadtüberreste oder mumifizierte Leichen oder was man auch immer von ihnen gefunden hat. Aber wie viele sind wohl schon vor uns dahingegangen, dessen Anzeichen oder Überreste oder was sie an Zivilisation, an Gebäuden, an Gefäßen, an Kultur hinterlassen haben. Alles ist verschwunden. Wir wissen nichts über sie. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es sie gab oder nicht. Wie viele sind schon vergangen, dessen Informationen völlig mit dem Sandboden sich zu Sand vermischt haben. Und dagegen die Rechtschaffenen, die werden auch versterben, aber sie tun Gutes und tun solche Werke, die ihr eigenes Leben überdauern. Und das Gute, was sie getan haben, das bleibt auch weiterhin da und arbeitet für sie. Und der Tod hat ihnen somit keinen Mangel bereitet, sondern war einfach nur ein Übergang für sie. Ja, deswegen nochmal, das Leben sollte so gelebt werden, dass man anderen Nutzen bringt. Dass man Frömmigkeit lebt und auch verbreitet und damit anderen Nutzen bringt. Damit kommen wir zum Ende von Surah Maryam und kommen zu Surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Taha, wieder diese zu getrennt gelesenen Buchstaben, Al-Huruf Al-Muqatta'a. Wir haben den Koran nicht auf dich als Offenbarung hinabgesandt, damit du unglücklich bist, sondern als Erinnerung für denjenigen, der gottesfürchtig ist. Eine Offenbarung von demjenigen, der die Erde und die hohen Himmel erschaffen hat. Der Al-Abama ist über den Thron erhaben. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und was dazwischen ist und was unter dem feuchten Erdreich ist. In diesen ganzen Versen werden auch die Attribute Allahs genannt. Und Allahs ist alles, was da wahrnehmbar ist und das auch, Allah erwähnt, was unter dem feuchten Erdreich ist. Also so tief, dass die meisten der Menschheit das gar nicht wahrnehmen, dass es das überhaupt gibt. Ja, also wie erhaben und wie unbedürftig ist Allah, dass er nicht nur erschafft, sondern es kümmert ihn auch nicht, ob jemand seine Schöpfung sieht, bewundert oder nicht. Ja, wenn wir mal was tun, dann, wenn es dann mal gut geworden ist, dann wollen wir unbedingt, dass auch alle das mindestens einmal sehen und mindestens einmal gebührend bewundern. Ja, wie groß ist Allah, dass er Gold, Diamanten und nicht nur Diamanten, sondern kleinste Tierchen und Partikel erschaffen hat, die die Erde fruchtbar machen, die wir gar nicht mit bloßen Augen wahrnehmen können. Er hat sie versteckt in der Tiefe der Erde. In den Meerestiefen gibt es so viele Schöpfungen, viele davon wurden noch gar nicht entdeckt. In den Himmelshöhen gibt es so viele Dinge, die langsam hier und da mal entdeckt werden und die Menschheit trotzdem in Verblüffung verlassen. Wie viele Dinge gibt es, die schon seit so langen Zeiten noch gar kein Auge gesehen hat? Wie unbedürftig und erhaben ist Allah, dass er so viel Schönes geschaffen hat und das dann auch noch verborgen hält. Ja, wie Menschen sind genau, ja, damit wir vergleichen nicht mit Allah, wir sehen nur unsere Schwäche, damit wir dann die Größe gebührend bewundern können. Das, wie sind wir Menschen, wenn wir mal etwas Schönes tun, dann wollen wir, dass alle das sehen. Und selbst wenn etwas nicht schön ist, dann wollen wir es trotzdem schön aussehen lassen, damit wir die Bewunderung der Menschen einheimsen können. Allahs ist alles, was auch unter dem feuchten Erdreich ist. Und wenn du deine Worte laut vernehmbar äußerst, gewiss, so weiß er ja das Geheime und was noch verborgener ist. Also nicht nur, was geheim ist, weil Geheimnisse können ja auch offenbar werden. Wir teilen ja auch Geheimnisse. Nein, das, was noch verborgener ist. Manchmal sind Gedanken in unserem eigenen Verstand verborgen, die uns selber noch nicht ganz klar geworden sind. Nach einer Zeit merken wir erst, dass, oh, das wünsche ich mir schon seit einiger Zeit. Und selbst darüber weiß Allah Bescheid. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Sein sind die schönsten Namen. Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Ist zu dir die Geschichte Musas gekommen, alayhi salam? Musa, alayhi salam, wissen wir, ist in Misr geboren. Wir werden auch noch lesen und haben auch an vielen Stellen schon gelesen, dass Musa, alayhi salam, im Haus von Pharaon aufgewachsen ist. Auf jeden Fall durch bestimmte Umstände, über die wir im Detail auch noch lesen werden, ist er dann nach Midian gegangen, ein anderes Gebiet. Und dann, nach einigen Jahren, ist er verheiratet mit Familie, jetzt auf dem Weg zurück nach Misr. Das ist also jetzt
wir sind in der ganzen Geschichte sind wir in dem Teil, wo gerade Musa a.s. in der Rückkehr ist zu Misr, in der Wüste unterwegs mit seiner Familie. Und da fängt jetzt hier die Erzählung an. Als er ein Feuer sah und zu seinen Angehörigen sagte, bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen, vielleicht kann ich euch davon ein brennendes Stück Holz bringen oder am Feuer eine Wegweisung finden. Ja, weil das war ja in der Wüste und natürlich ist da Holz was sehr Wertvolles zum Überleben und auch um einen Weg zu finden, weil vielleicht die Orientierung auch nicht so klar ist, wenn es bewölkt ist, wenn die Sterne nicht klar zu sehen sind. Als er dorthin kam, wurde ihm zugerufen, O Musa, gewiss, ich bin dein Herr. So ziehe deine Schuhe aus. Du befindest dich im geheiligten Tal Dua. Und ich habe dich erwählt. So höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird. Ja, was für eine Botschaft. Fastami' lima yuha. Höre, lausche aufmerksam. Ja, istama'a bedeutet aufmerksam etwas, auf etwas horchen. Höre aufmerksam, höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich bin Allah. Es gibt keinen Gott außer mir. So diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Ja, die erste Lehre, die Musa a.s. empfängt, ist Tawhid. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und die zweite Lehre ist, Allah alleine zu dienen. Und zwar vor allem wie? Verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Gewiss, die Stunde kommt. Ja, die nächste Lehre, Tag der Auferstehung. Ich hielt sie beinahe ganz verborgen, damit jeder Seele das vergolten wird, worum sie sich bemüht. Ja, das ist also der Hauptsinn des Kommens des Tages der Auferstehung, dass jeder Seele vergolten wird, wofür sie sich bemüht hat. So lasse nicht denjenigen dich von ihr abhalten, also dich von ihr, von der Stunde, der nicht an sie glaubt und seiner Neigung folgt, sonst würdest du dich ins Verderben stürzen. Also wie wird man rafil, wie gerät man in Unachtsamkeit gegenüber dem Jenseits, gegenüber des Kommens der Stunde, wenn man mit Menschen ist, sich ablenken lässt, die selber die Akhira-Stunde, die Stunde des Jenseits auch schon vergessen haben. Und dann was tun? Ihren eigenen Neigungen folgen. Und das darf einem Gläubigen nicht passieren, dass er sich von dem ablenken lässt, worum es eigentlich geht. Und was ist das da in deiner Rechten, O Musa? Er sagte, es ist mein Stock, auf den ich mich stütze. Ja, und so viel Antwort hätte eigentlich gereicht, es ist mein Stock. Aber Musa a.s. spricht noch weiter, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine Schafe Blätter abschlage und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken. Ja, und in der Auslegung heißt es, weil Musa a.s. gerne mit Allah sprechen wollte. Subhanallah. Ja, er hat immer weiter gesprochen, obwohl die Antwort schon gereicht hat, um gerne mit Allah zu sprechen. Er wollte noch mehr mit Allah sprechen. Und auch dadurch, dass er die Nutzen eines einfachen Stockes erwähnt, zeigt auch irgendwo eine gewisse Dankbarkeit. Dass nein, das, was bei mir ist, alles ist nützlich. Dieser Nutzen und dieser Nutzen und dieser Nutzen. Wie viele Dinge haben wir alle im Haus, ganz salopp gesagt, rumfliegen und wir gebrauchen sie zu nichts. Sie sind einfach nur da, sie sind Staubfänger und wir haben keine wirklichen Nutzen dafür. Anstatt das, wie Dhulqarnain, überlegt nochmal, das, was wir haben, zu benutzen, das Beste draus zu machen, jemand anderen Nutzen zukommen zu lassen, wenn wir es nicht gebrauchen können, nicht Sammelorte zu sein für Dinge, sondern Nutzen zu ziehen. Aber Allah gebietet, das, was dir nützlich ist, wirf es hin. Er ist auch Prüfung. Er sagte, wirf ihn hin, O Musa. Und Musa a.s. hat sofort gehorcht, er warf ihn hin und zugleich war er eine Schlange. Der Stock wurde zur Schlange, die sich rasch bewegte. Er sagte, nimm sie, also den Stock, der nützlich ist, wirf ihn hin. Und die Schlange, wo der menschliche Verstand eigentlich sagt, Gefahr, Allah subhanahu wa ta'ala prüft ihn und befiehlt ihm und sagt, nimm sie und fürchte dich nicht. Wir werden sie in ihren früheren Zustand zurückbringen. Ja, und er nahm dann den Stock, die Schlange eigentlich, und in seiner Hand wurde sie wieder zu einem Stock. Er sagte, nimm sie und fürchte dich nicht und lege deine Hand dicht an deine Seite. Also er sollte die Hand unter den Oberarm,
also so unter die Achsel tun, so kommt sie weiß heraus. Und wenn er sie rausziehen würde, würde sie weiß glänzend sein. Jedoch nicht von Übel befallen. Und zwar nicht, weil sie krank war. Nimm dies als ein weiteres Zeichen. Also Allah subhanahu wa ta'ala stattet hier Musa a.s. mit verschiedenen Zeichen aus. Weil die Aufgabe, die ihm gegeben würde, eine große und gewaltige war. Auf dass wir dich etwas von unseren größten Zeichen sehen lassen. Ja, und Allah lässt hier Musa a.s. auch für das, was noch kommen sollte, schon praktisch üben. Dieses Nehmen und das Werfen. Und ja, weil Musa a.s. hatte ja zu diesem Zeitpunkt Angst. Das werden wir auch noch im Koran lesen. Er ist eigentlich sogar erstmal weggerannt. Aus natürlicher Angst heraus. Jetzt kann man fragen, wie kann ein Prophet überhaupt Angst haben? Aber die Angst und die Furcht vor etwas, was dein Leben bedroht, ist etwas Natürliches, was Allah in die natürliche Veranlagung reingelegt hat. Und das ist nicht im geringsten im Widerspruch zu dem Mut und zu der Zuversicht und Vertrauen eines Propheten. Gehe zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß, nämlich an Frevel. Er sagte, mein Herr, weite mir meine Brust, Rabbi Shrahli Sadri, und mache mir meine Angelegenheit leicht, Wayassirli Amri, und löse den Knoten in meiner Zunge, Wahlul Uqdatan min Lisani, so dass sie meine Worte verstehen, Yafqahu Qawli. Und er macht noch weiter Dua und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt. Wazir, Wizr bedeutet Last und Wazir, der eine Last trägt. Also jemand, der mit mir diese Aufgabe teilt, nämlich wen? Harun, meinen Bruder. Ja, und er macht diese ganzen Bittgebete, damit er dieser Botschaft, dieser Aufgabe, dieser Bürde ihr Recht geben kann. Damit er fähig wird, diese Bürde zu übernehmen. Ja, und dadurch, dass er auch bittet, dass er einen Gehilfen bekommt und das auch noch aus seiner Familie, dadurch lernen wir auch, dass die Arbeit des Dienst, in welchem Maße auch immer, das ist keine Arbeit, die man ganz alleine machen kann, sondern das ist etwas, was wir gemeinsam uns gegenseitig unterstützen, tun müssen, uns halten müssen, uns ermutigen müssen, uns unterstützen müssen, wo es uns, das kann sehr verschieden sein, wo es uns nun mal möglich ist. Festige durch ihn meine Stärke und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben, damit wir dich häufig preisen. Deswegen wollen wir zusammenarbeiten. Deswegen soll man zusammenkommen, damit wir dich häufig preisen. Kann man denn nicht alleine Allah häufig preisen? Und deiner häufig gedenken? Kann man nicht Allah alleine häufig gedenken? Doch, das kann man auch alleine. Aber wenn man etwas gemeinsam tut, gemeinsam, das heißt nicht, dass man immer zusammen sein muss, aber dass es trotzdem irgendwo ein Netzwerk gibt, dass man sich unterstützt. Warum? Weil wenn der eine fällt, dass der andere ihn hält. Wenn der eine überlastet ist, der andere ihm etwas abnimmt. Wenn der eine nicht mehr weiter weiß, der andere einen Rat weiß. Ja, wenn man nur alleine steht, dann schrumpft die Arbeit quasi zusammen. Wenn man mit anderen etwas zusammen teilt, dann wird sie ausgebreitet. Und das Khair, das Gute, wird sich weiter, wird weitere Wogen schlagen. Die Kreise werden weiter auseinandergehen. Und darin ist ein Segen von Allah. Und dass er für seinen Bruder auch bittet, dafür, da sieht man auch, dass man, ja, er hat ja selber eine unglaublich große Auszeichnung von Allah bekommen. Er wurde auserwählt, er wurde zum Propheten gemacht, das ist eine große Ehre, natürlich auch eine große Bürde, aber dass man auch für die eigene Familie Gutes wollen soll. Ja, Musa a.s. sagt hier, nee, das ist zwar eine große Ehre, aber diese Bürde, ich möchte ihr gerecht werden und ich möchte auch, dass mein Bruder mir damit hilft. Ja, also für den Bruder will er auch Gutes und teilt das mit ihm und er weiß, dass gemeinsam einfach mehr zu schaffen ist. Gewiss, du siehst uns wohl. Allah erwidert darauf, er sagte, deine Bitte ist dir ja gewährt, O Musa. Also Harun wurde auch mit zum Propheten gemacht und hat die Aufgabe und Bürde mit Musa a.s. geteilt. Und hier sehen wir, Musa a.s. fängt jetzt nicht an zu sagen, ja, aber Harun hat ja nicht so viel Härten wie ich durchgemacht und nicht so viel Prüfungen. Er wurde nicht so auf diese Aufgabe vorbereitet und er hat das Ganze ja viel einfacher bekommen als ich. Ja, das ist ja oft in Familien auch oft, zu oft leider unser Problem, dass wir einfach nicht damit zurechtkommen, wenn jemand anderes es in ein paar Dingen einfacher, besser, günstiger gehabt hat im Leben als wir. Ja, manche Leute wirklich, die zerbrechen dran, dass die Ehe von meiner Schwester ist so viel besser, die hat einen viel besseren Mann bekommen, durch welche Umstände auch immer. Und ich habe ja dies und ich habe ja das. Und warum ist das so? Oder meine Cousine oder meine Freundin meinetwegen auch, außerhalb der Familie ist das genauso.
Ja, und man muss einfach akzeptieren, was Allah einem gegeben hat und darauf vertrauen, dass es schon gut für einen sein wird. Allah hat Musa a.s. ja, durch die Umstände, so wie man einen Diamanten schleift. Ja, das ist Härte und es wird hier und da zurechtgestutzt, aber was passiert dann mit dem Diamanten? Er glänzt von allen Seiten. Ja, und das ist einfach Allahs Entscheidung und Allah ist fern von jeder Ungerechtigkeit. Er sagte, deine Bitte ist dir ja gewährt, o Musa. Ja, wir machen vielleicht auch manchmal zu wenig Bittgebete. Vielleicht haben wir viele Probleme und tragen die auch lange mit uns herum, aber wenden uns nicht wirklich zu Allah und bitten ihn, dass er uns das und das und das erleichtert und das und das und das gibt. Hier sehen wir, was Musa a.s. alles gebeten hat und alles wird ihm gegeben. Und wir erwiesen dir bereits ein anderes Mal eine Wohltat, als wir deiner Mutter eingaben, was als Weisung eingegeben werden sollte. Nämlich was? Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn ins Wasser. Und das Wasser soll ihn ans Ufer setzen, so dass ihn ein Feind von mir und ein Feind von ihm aufnimmt. Also Musa, das neugeborene Baby, um sich vor den Soldaten Pharaons zu schützen, die alle neugeborenen Söhne töten ließen oder töteten, sollte die Mutter das Kind in eine Kiste, die Kiste ins Wasser. Und Allah hatte es bestimmt, dass die Familie Pharaons ihn finden sollte. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt. Also Musa a.s. war ein Kind, das man lieb hatte. Allah hatte das so gemacht, dass wer ihn sah, hat Liebe empfunden. Und Liebe kommt also auch als eine Gabe Allahs. Wenn wir Liebe empfangen dürfen von jemandem, von Eltern, von Geschwistern, von Ehepartnern, ist das auch eine Gabe von Allah. Und damit du vor meinen Augen aufgezogen würdest. Und als deine Schwester hinging und sagte, soll ich euch auf jemanden hinweisen, der ihn betreuen würde? Denn Musa a.s. als Baby, Allah hatte das so für ihn bestimmt, nahm nicht die Milch von irgendeiner Stillamme an. Und deswegen die Schwester, die ja das Kind verfolgt hatte, sagte nun, dass ich kann euch eine Amme zeigen, das sollte dann die Mutter sein. So gaben wir dich deiner Mutter wieder, damit sie frohen Mutes und nicht traurig sei. Wie Allah hier die Traurigkeit einer Frau, dessen Name noch nicht mal hier erwähnt wird, aber sie tröstet und ihr Mut und Zuversicht zuspricht. Und du tötetest eine Seele und da retteten wir dich aus dem Kummer. Das war die andere Wohltat Musa a.s. gegenüber. Und wir unterzogen dich einer harten Prüfung. Also auch Musa a.s. wurde geprüft. Und zwar mit einer sehr harten Prüfung oder Prüfungen. Ja, und wir denken auch manchmal, dass wir machen uns auch Sorgen um unsere Kinder oder die uns unterstehen und denken, dass wenn wir sie nicht mehr sehen, dann wer kann sie beschützen? Aber wie auch vorhin erwähnt wurde, damit du vor meinem Auge aufgezogen würdest, wir haben auf dich Liebe von mir gelegt, wie alles unter dem, alles passiert unter Allahs Himmel, unter Allahs Schutz. Allah kann geben, er kann auch verwehren. Ja, und Allah kann auch Erleichterung geben. Und alles liegt letztlich in Allahs Hand. Und gerade die Sorge um andere, manchmal ist es so, dass in manchen Familien gerade die Sorge um ein bestimmtes Kind vielleicht wirklich die ganze Familie in Gang hält oder besorgt und für nichts wirklich anderes noch mehr sie frei bleibt, wegen einem Problem alles andere vernachlässigt wird. Ja, und in solchen Situationen immer daran denken, wir können nur unser Bestes tun. Und das muss dann wirklich auch unser Bestes sein. Das ist hier kein Aufruf zur Vernachlässigung oder zur Verantwortung auf die leichte Schulter nehmen. Wir tun unser Bestes, aber danach überlassen wir die Angelegenheit Allah. Ja, und dann können wir uns auch auf den eigentlichen Sinn konzentrieren. Und Musa a.s. wurde also so wie Ibrahim a.s., wie Maryam a.s., wie Yusuf a.s., all diese Menschen wurden von Allah auf das Härteste geprüft. Und die Härten sind nicht immer schlecht für uns. Ja, auch für uns in unser Leben werden auch Härten und Tiefpunkte mal kommen. Und in diesen Situationen immer denken, das Beste von Allah denken. Dass er hat das für mich vorbereitet. Vielleicht will er mich trainieren, vielleicht hat er Großes mit mir vor, vielleicht hat er Gutes mit mir vor. In allem, was von Allah zu mir kommt, wird schon irgendetwas Gutes für mich sein. Und alles in meinem Leben hat eine bestimmte Zeit. Jetzt ist die Zeit für diese Situation und es kommt auch eine Zeit für eine andere Situation. Nach der Nacht kommt der Tag und nach dem Tag kommt aber auch die Nacht. Und wir unterzogen dich einer harten Prüfung, so verweiltest du jahrelang unter den Leuten von Medien, hierauf kamst du zu einer vorausbestimmten Zeit, o Musa. Ja, alles hat seine Zeit. Wo war Musa? In der Kiste und dann im Palast und dann wieder bei seiner Mutter. Dann dieser Unfall mit dem Mann, ist verstorben, er musste fliehen. Dann in der Wüste, jahrelang, man sagt 10 Jahre hat er dort verbracht. Jetzt wieder in Misr
Und alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit im Leben. Und ich habe dich für mich auserwählt. Kann es eine größere Gnade, ein größeres Wohlergehen geben, größeres Sa'ada als diese, dass Allah sagt, ich habe dich für mich auserwählt. Es gibt nichts Besseres, als im Dienste der Religion Allahs zu stehen. Geh, du und dein Bruder mit meinen Zeichen und lasst nicht nach in meinem Gedenken. Manchmal kann das sogar passieren, dass man in einer religiösen Arbeit sehr beschäftigt ist, ja, zum Wohle der Menschheit, in etwas Wissensverbreitung oder organisatorische Dinge dieser Art, und dass man damit so beschäftigt ist, dass man wegen dieser Sache das Gedenken Allahs vernachlässigt. Und das ist auch sehr gefährlich. Ja, das eine kann das andere nicht ersetzen. Beides ist wichtig. Und das Gedenken Allahs ist wirklich wie eine Festung, wie eine Burg, die dich vor den Verführungen, vor den Unachtsamkeiten der eigenen Neigung, des Egos, des Shaitans beschützen und die dich auf den geraden Weg bleiben lassen. Sonst kann es auch sein, dass man zwar in guten Dingen beschäftigt ist und das ist wie ein Sprintlauf und dann ist man müde und so müde, dass man sogar ausrutscht und gar nicht mehr auf diesem Weg gehen kann. Ja, und das sind diese kleinen, regelmäßigen Taten, das Gedenken Allahs fest ins Leben einzubauen, nicht nachzulassen, viel Allahs zu gedenken, auf verschiedensten Arten und Weisen Allahs zu gedenken, ist etwas unglaublich Wichtiges, worin keiner nachlässig sein sollte. Ja, wenn wir in einer Aufgabe Allahs Gedenken vergessen, ja, dann sind wir schnell übermüdet, gestresst, sehen auf einmal keinen Sinn mehr, haben vielleicht mit großem Elan angefangen und dann fangen wir an zu nörgeln, sind frustriert. Ja, und das kann alles passieren, wenn man die Nähe zu Allah verloren hat. So geht zu Pharaon, geh du und dein Bruder mit meinen Zeichen und lasst nicht nach in meinem Gedenken, geht zu Pharaon, denn er lehnt sich auf. Und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. Ja, also hier wird aufgerufen, mit dem größten Tyrannen der damaligen Zeit, der viel Unrecht und viel Blut vergossen, nicht nur Schirk, sondern er bezeichnete sich ja selber schon als allerhöchster Gott, als allerhöchster Herr. Also alles Schlechte, was man tun kann, hatte dieser Mann getan. Und trotzdem wird hier geboten, das geht zu ihm und spricht ein sanftes Wort. Warum? Auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. Also sanfte Worte, die richtige Art und Weise zu sprechen, kann sogar den größten Feind zum Freund machen. Es muss nicht, aber es ist die Verantwortung dessen, der spricht, dass er es wenigstens versucht. Ja, also das ist ein großes Prinzip, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Und seien sie sogar hier wie Pharaon, Tyrann an sich, Symbol für Tyrann. Ja, die sanfte Rede, die gute Rede, die kann auch den Feind zum Freund machen.